Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Sim World 3. Ich habe mir die neue Bahnstrecke Bremen-Oldenburg geholt und auf der machen wir heute eine kleine Regio-Express-Fahrt. Wir sitzen im Steuerwagen des Karlsruher Kops. Schauen wir uns den mal ganz kurz an. Der kommt mit der Strecke jetzt mit und hinten drin ist eine 110er. Ja, das Head-On ist halt mal typisch Dovetail Games gewesen. Richtig schön Beta-Test bei Veröffentlichung. Es strotzt nur so von Bugs. Und sie haben jetzt auch schon am Patch rausgelassen. Er verbessert einiges, aber trotzdem, ich finde es echt unverschämt, für 44,50 so eine verbuggte Version rauszuhauen. Also so viel zum Qualitätstest. Aber ja, das ist jetzt keine Review-Fahrt oder Testfahrt, aber ich werde ein bisschen darauf eingehen. Wir werden uns mal die Strecke anschauen. Und eine Sache, was mich schon mal stört, die Strecke ist irgendwie überbelichtet. Ist irgendwie alles viel zu hell hier. Na gut, schauen wir uns doch mal den Fuhrpark mal genauer an. Also eben, ist der Karlsruher Kopf, bzw. der Steuerwagen hier dazu. Sieht eigentlich okay aus. Gibt auch mittlerweile schon einige Liveries dazu. Hier die ganzen Türen, die kann man aufmachen. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz durch und schauen uns den mal an. Ja, sieht okay aus. Ja, Zugbegleiterabteil hier. Jetzt kommt eine Bremsanzeige. Ich glaube, man kann sich sogar hier hinsetzen. Ja, der Führerstand. Ich würde sagen, den schauen wir uns an, wenn wir dann fahren. Da haben wir genug Zeit dafür. Schauen uns die Wagen mal hier kurz an. Ah, wer kennt sie nicht, diese Sessel. Zu Genüge schon drin gesessen. Und hier machen wir kurz die Tür auf. Funktioniert auch gut. Wunderbar. Ah, ist ganz schön voll, unser Regio Express hier. Oh, Toilette können wir nicht aufmachen. Schiebetüren hier. Oh, da haben wir sogar ein Schaltpanel. Kann man da was machen? Nee, ne? Ja, ich glaube, das wiederholt sich. Wir gehen jetzt mal kurz hier raus. Tür bitte auf. Dankeschön. Und schauen uns mal kurz die Lok hier hinten an. Ja, sind alles die gleichen Wagen. Das ist die 110er. Jetzt in dem Fall die 110-506. Vom Soundmodell her weitestgehend okay. Also ich habe mit der schon eine Testfahrt gemacht. Vielleicht machen wir es ja auch noch. Schauen wir uns mal kurz den Führerstand an. Das ist der Führerstand von der 110er. Sieht okay aus jetzt da vom Modeling her. Ich hatte halt schon den Bug, dass hier die Signallichter nicht richtig funktionieren. Vor allem, wenn man umsetzen muss. Dann gehen sie einfach nicht an. Wenn man dann in Führerstand 2 ist, ist die Anzeige hier, die Leistungsanzeige ist dann verkehrt herum. Sprich, wenn man Leistung gibt, dann geht es hier nach links in den weißen Bereich. Wenn man bremst, in den roten. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob das mit dem neuesten Patch mittlerweile gefixt ist. PZB. Nein. PZB hat nicht richtig geblinkt. LZB funktioniert. Das habe ich ausprobiert. Und alles so kleine Scherze. Also die Lok an sich ist total verbuggt gewesen. Jetzt nach dem Patch habe ich es noch nicht ausprobiert. Deswegen fahren wir jetzt erstmal hier mit dem Steuerwagen, weil da weiß ich, dass es soweit funktioniert. Okay. Ja, hier Intercity, der jetzt gerade wartet. Gehen wir davon aus, das ist ein Intercity. Machen hier wieder zu. Gehst du zu? Hallo? Hallo? Ja, dann halt nicht. So, ich würde das Szenario mal ganz kurz durchstarten. Also es ist eigentlich kein Szenario, es ist ein Fahrplan der RE4415. Steht das eigentlich auch hier in der Anzeige? RE Hude, Delmenhorst, Bremen, Bremen, Mahl, Osnabrück Hauptbahnhof, Folgeziege 1055 RE nach Bremen Hauptbahnhof. Was kommt hier? Auch ein RE. Okay. Das ist 100 Pro Selector. Der hat einfach nur da den Schriftzug weggemacht. Ja, nachdem ich versuche, so ein bisschen mit Fahrplan
Was war das jetzt? Komisch. Ja, also ich werde das Szenario nochmal durchstarten, weil ich möchte versuchen, nach Fahrplan zu fahren. Und dann sehen wir uns hier gleich im Führerstand wieder. Also, bis gleich. Okay, da werden wir einmal neu gestartet. Wir werden hier erstmal aufrüsten. Richtungswender machen wir rein. Nach vorne. Bremsschlüssel aktivieren. Türen links aufmachen. Und dann, damit es spannender wird, machen wir die PZB an. LCB brauchen wir nicht. Da, PZB. Ansonsten den Rest lassen wir erstmal so, wie er ist. Ah doch, Signalleuchten, Spitzensignale. Führerstandsbeleuchtung. Zugzielbeleuchtung. Ja, machen wir bitte ein. Okay. Zugzielanzeige. Wir fahren nach nicht einsteigen. Nordertham, Bremen. Kurz kontrollieren. Oh, es ist einfach viel zu hell. Diese blöde Überbeleuchtung hier. Ja. Bremen Hauptbahnhof. Sieht gut aus. Ist das Licht hier an? Ja, ich gehe mal davon aus. Wir schauen mal hier hinten aus. Mittlerweile andere Nummer, nachdem wir neu gestartet haben. Zugschlusslicht ist aber halt nicht an. Ja, gut. Ist auch egal. Scheibenwischer. Okay, alles klar. Mal kurz prüfen. Oh no. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Bisschen noch. Nein. Jetzt ist gut. So, mach mal links wieder zu. So, beide Bremsen lösen. Bist aus, bist gelöst. Ich versuche so teilweise mit dem RB, nicht RB, sondern mit dem Raydriver zu fahren. Den Fahrschalter mache ich mit der Tastatur. Bremsen mit dem Raydriver. Na? Geht doch. Tut uns gerade schon mal befreien. Und ich habe noch einen Mod installiert, der hier die Leuchten ein bisschen heller macht. Weil per Standard sind die relativ dunkel. Geht mittlerweile der Leuchtmittel? Nö, nach wie vor nicht. Einer der vielen Bugs hier auf der Strecke. Ich hoffe, die werden noch irgendwann mal behoben. Interessante Lackierung. Ja, ich habe mal einiges aus dem Creators Club geholt und beim Fahrplan kann ja alles Mögliche von der Lackierung auftauchen. Aber es ist ein schöner Steuerwagen. Mir gefällt das sehr. Den bin ich auch gerne in TS Classic unterwegs. Nächster Halt, Hude, Bahnsteig 3 um 10.45 Uhr. Kriegen wir hin. Das Spezielle bei der 110er ist, wenn wir die hinten drin haben, ist, wir haben ja diese Fahrstufen, die wir hier hochschalten und runterschalten. Und bevor wir hier bremsen mit der E-Bremse, müssen wir schauen, dass die Fahrschalter unten sind. Ansonsten schmeißt es uns den Trennschutz weg und dann ist die Lok im Arsch. Die Überbeleuchtung stört wirklich. So, gleich können wir Gas geben. Muss einfach hier schauen, dass wir hier nicht zu viel Saft geben. Okay. Lüfter aus. Also wissen Sie, das ist auf Automatik. Machen wir kurz nach hinten.
Hä, warum? Warum ist jetzt das hier schon wieder weg? Komisch, ich hab das nicht weggemacht. So, dann haben wir hier das Fahrgeräusch von der 110er. Nicht wirklich spannend. Aber ich sag jetzt erstmal, okay. Wird ein bisschen mehr heulen. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Das funktioniert auch nicht. Führerstandsbeleuchtung, Zuglichter. Nein. Okay. So, gehen wir mal runter mit den Fahrstufen. SIVA wie immer aus. Lock. Beleuchtung. Da passiert schon mal nicht sehr viel. SIVA Leuchtmelder-Test. Kein großer Unterschied. Türsteuerung, Instrumentenbeleuchtung. Ist, glaube ich, an. Man sieht noch nicht sehr viel. Instrumentenbeleuchtung. Ah ja, doch, da tut sich was. Ich muss das beim bei nicht benutzten Führerstand in Lösstellung legen. Okay. Ventilation, alles klar. Wärmekühlen. Ziefer. Jetzt ist es schon wieder weg. Was ist denn das? Es tut sich die ganze Zeit zurücksetzen. Ach ja, so viel zu den ganzen Bugs. Also, momentan ist die Strecke, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, einfach in einem Zustand, wo ich sage, kauft euch das nicht. Wartet, bis ihr da irgendwie einen Sale habt, wo das Ding einfach die Hälfte kostet. Keine Ahnung, 20 Franken oder sowas. Aber 44 Franken und dann sowas abliefern, dass es voll verpackt ist, dass du auch noch Signale hast, wo Magnete fehlen oder einfach falsch auslösen. Nee. Klar, ich meine, wenn man auf die Wagen an sich steht, auf die N-Wagen und Karlsruher Kopf und man will da irgendwie Zugverbände bauen, kann man machen, aber dann ist trotzdem ein teurer Kauf, finde ich. Ist es nicht wert. Ich habe beispielsweise von Just Trains die Hamburg U1 gekauft für den TS Classic und das ist ein Add-on, das richtig gut ist. Da habe ich so gut wie keine Bugs erlebt. Strecke richtig schön ausdetailliert, läuft super, Sandkulisse gut. Gibt auch noch Audio-Announcements, super. Da zahle ich dann gerne einen Preis, wo ich dann weiß, okay, das läuft. Und Just Trains kann man in der Hinsicht ein bisschen vertrauen. Aber After Games, nee. Aber die vertrauen halt natürlich darauf, dass die Leute das halt schon kaufen werden. Und dann ist es etwas, was mich wirklich aufregt. Und jetzt, die letzten beiden DSU-Releases beobachtet habe, sind die. Entschuldigung. Gekauften Bewertungen. Dass man dann da. Also gerade bei dem Add-on hier, da habe ich jetzt 60 Bewertungen insgesamt. Das stand jetzt. Und 3/4 davon sind negativ. Und die sagen alle das Gleiche und zeigen auch die gleichen Probleme auf. Und da gibt es gekauften Bewertungen. Das sind dann manchmal so ein oder zwei Zeiler. Sagen ja, alles super, machen Daumen nach oben. Und dann siehst du dann teilweise beim Benutzer-Account, ja, Spielzeit 2, 3, 4, 5 Stunden. Und dann. Und das regt mich am meisten auf. Gibt es YouTuber oder Let's Player, die das Add-on kostenlos gekriegt haben und eine positive Bewertung machen. Das finde ich halt richtig kacke. Ich meine, wenn du hier schon irgendwie was kostenlos kriegst,
dann gehe aber nicht drauf ein. Also ich weiß nicht, ob Daftic Games das als Bedingung macht. Nachdem ich von Daftic Games noch nie was kostenlos gekriegt habe. Aber wenn Daftic Games sagen sollte, hey, wenn du das kostenlos kriegst, dann schau, dass du halbwegs eine positive Bewertung machst. Das würde ich niemals machen. Weil wenn ich eine Bewertung mache oder ein Video dazu mache, dann stehe ich zu meiner Meinung. Und wenn es negativ ist, dann ist negativ. Ende aus, fertig. Das gleiche zum Beispiel auch bei Zombie Curly. Klar, das war super early Version und da hat es dann Probleme gehabt, aber die habe ich auch gezeigt. Bin auch drauf eingegangen, gut, da war ich dann auch noch fair und habe gesagt, ey, das ist early Version, das ist dran, aber das tue ich auch nicht verheimlichen. Und es gibt einen YouTuber im Speziellen, der mir zweimal negativ aufgefallen ist. Muss man hier ein bisschen runter mit der Leistung. Oh, 2,5 Kilometer anhalten. Ich glaube, wir machen hier mal auf aus. Und zwar ist es leider der YouTuber Felix der Weise. Ich weiß gar nicht, ob er das Video anschauen wird, aber der hat schon bei den letzten zwei Release eine positive Bewertung abgelassen. Und da war halt mit den Bugs nur ja so kleinere Problemchen. Das spiegelt überhaupt nicht das wider, was in dem Addon eigentlich abgeht. Ich gehe gleich weiter drauf ein. Ich werde mal schauen, dass ich hier immer ein bisschen runterkomme. Versuche dann anzuhalten. Okay, das mit dem Ray Driver funktioniert so semi-gut. Ja, das habe ich jetzt verbremst. Aber ich bin noch weitestgehend in der Zeit. Schöne Lackierung da von der 110er. Ah, ein bisschen noch. Das erste Mal, dass ich da jetzt mit dem Rail Driver fahre. Okay, Türen auf, wir schauen mal hinten aus. Okay. So, da bin ich wieder. Ich muss mal ganz kurz wohin. Jetzt warte ich nochmal schnell, bis die Fahrgäste hier eingestiegen sind und dann fahren wir gerade wieder. Geht's gerade weiter, Türen verriegeln. Ja, also, um auf Felix der Weise nochmal zurückzukommen. Ich meine, er macht grundsätzlich gute Videos. Aber wie gesagt, das Einzige, was mich bei ihm halt stört, sind halt die Kritikfähigkeit an den Sachen, die er macht, beziehungsweise die Kritiken, die er dann Öffentlichkeit rauslässt. Also entweder schaut er sich das nicht genau an oder er will da nicht weiter kritisieren, um jetzt beispielsweise den Publisher an der Stelle, Daftic Games, nicht zu verunkraulen. Aber hey, du, wenn du schon irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens bist, dann musst du halt irgendwo mit deiner Rezession ehrlich und direkt sein. Ich meine, ich lese euch mal kurz vor, was er zu dem Add-on hier gesagt hat. Sehr schöne, wenn auch kurze deutsche Strecke mit tollen neuen Fahrzeugen, Eindrücke, dann zwei Links zu den YouTube-Videos. Interessante Kombi da mit der 155er. Positiv. Sehr schön ausgeschaltete Strecke, trotzdem gute Performance. Ja, Performance ist weitestgehend okay, das stimmt. Die BR110 und die lang gewünschten N-Wagen inklusive Karlsruher Kopf sind sehr gut gelungen. Wenn es ums Optische geht, dann ja. Wenn es ums Technische geht und von der Funktion her, dann grottenschlecht. Sehr viel KI-Verkehr auf den Fahrstrecken. Ja, ist ein bisschen was los. Fahrzeuge aus anderen deutschen DLCs können in Fahrplanmodus gefahren werden. Das ist auch richtig. BR110 kann auf weiteren deutschen Strecken und Fahrplanmodus gefahren werden. Ja, das trifft auf alle DLCs und Fahrzeuge zu. Negativ. Und das ist jetzt gerade der Punkt. Die Strecke ist mit 44 km sehr kurz und innerhalb von ca. 30 Minuten abgefahren. Ja, das ist Standard Daftic Games. Und dann der nächste negative Punkt und nur das, kleinere Bugs. Ne,
Er kriegt entsprechend auch Bewertungen auf die Bewertung, dass das natürlich überhaupt nicht hilfreich ist. Aber ja. Phoenix, falls du das hörst, nimm das wirklich nicht so direkt, aber wenn du Tests machst zu DLCs, dann schau dir das viel genauer an und schreibe entsprechende Bewertungen dann auch dazu. So viel mal zu dem Thema. Ah ja, und die Zugzählanzeige ist mal wieder weggegangen. Ich lasse es jetzt weg. Das wird sonst mühsam. So, Delmenhorst, Bahnsteig 2, 10.53 Uhr. Kriegen wir hin. Aber ich denke, das werden wir so lange nicht erleben, dass wir wirklich mal eine lange deutsche Strecke kriegen, wo wir ein bisschen länger fahren können. Wir wollen nicht einfach Geld machen. Raushauen, raushauen und das auch noch ohne Quality Control. Die Leute werden es ja schon kaufen, was sie unbedingt haben wollen. Und dann im Jahreszyklus, im Zweijahreszyklus, haben wir ein neues Spiel raus oder angeblich neues Spiel mit einer neuen Ziffer und verlangen nochmal Vollpreis. Dass man sowas nicht abstrafen kann, ganz ehrlich. Wir hatten jetzt dann eh, oder haben jetzt dann ganz gut Konkurrenz mit so Spielen wie Simrail. Schönes Spiel. Aber ich hoffe, die werden dann auch nicht irgendwann mal so dreist mit Zukunfts-DLCs. Aber so was ich jetzt aus dem Playtest und den anderen Spielsessions gesehen habe, sind die Entwickler da schon sehr dahinter und gehen sehr auf die Community ein. Ich meine, immerhin, der Playtest ist einen Monat lang oder lang gewesen, so. Und zum Stichwort Performance. Auch hier habe ich immer wieder diese Mikroruckler drin. Von weitestgehend habe ich jetzt hier meine 60 FPS. Aber ab und zu bleibt es dann wieder hängen. Auch da jetzt immer wieder. Das ist wirklich schade. So, in 3 Kilometer, 120. Generell, also 2023 wird ein super Jahr. Wayloader ist draußen, Simrail ist draußen, GD2 kommt in einer neuen Version. After Games, hier kommt's ins Schwitzen. So, 120. Oh, 1,6 Kilometer, unser Halt. Vermutlich eine ganz leichte Verspätung. Sieht schon sexy aus. Gefällt mir.
der 110er hier, ich sag's euch, die hat Bremsen wie ein Dampfhammer. Wenn ich da auf volle Leistung gehe, bleibt die gefühlt innerhalb von 300 Meter stehen. Und auch jetzt, schaut mal, wie schnell die runtergeht. Also das ist immer on point. In Japan 2 Sekunden zu spät. Gott, Lohnkürzung. Ich glaube, es ist besser, wenn ich die Ansicht mit der Dreierkamera mache. Die Zweier spinnt, wenn da irgendwie was im Weg ist. Wobei, wir können eigentlich mal die Achter machen. Dann haben wir hier mal eine Vorbeifahrt. Hier eigentlich hin. Da ist gar nichts. Und schon drehen sie wieder um. Ja. So viel zum Bugs. Das mit den Türen da gerade. Und ab geht's. Ja, Rollgeräusch ist okay, würde ich mal sagen. Und weg ist hier die 110er. So, wieder vorne rein. Ich will nicht, dass man die PCB mehr einwischt. Oh, was haben wir hier? Wo geht's da hin? Abschleckgruppe? Ja, sieht so aus. Ja, ist wirklich keine lange Fahrt da, Oldenburg-Bremen. Denk mir so, 80, 100 Kilometer Strecke wäre halt schon mal was. Aber wenn ich mal die Roadmap so anschaue, ah shit, kann ich gar nicht, während hier da so drin bin. Und ich kann die Steam aufmachen, während ich hier fahre. Transient World 3. Roadmap Update. Im Dezember ist ja der Holiday Express kommt, dann kommt ja eine amerikanische Route. Oder na, ne, amerikanische Routenerweiterung. Eine englische Strecke wird erweitert. Also wortwörtlich steht halt da New UK Team Route Expansion Pack. Kommt von Rivet Games.
und ein paar kleinere Sachen. Bin mal gespannt. Ich frage mal, wann endlich mal die BR420 kommt. Der würde ich so gern fahren. Das ist so ein schöner Zug. Ich weiß doch noch passende Strecken rund um München. Seht ihr das, wie unten der Signalmelder verrückt spielen? Ja, muss so. Ich kann sowas durch die Qualitätskontrolle. Ganz ehrlich. Machen die jetzt so wenig Umsatz, dass sie ja noch Crap jetzt unbedingt raushauen müssen? After Games, gibt es halt wirklich mal einen Editor frei oder findet da eine Lösung für die Editor-Lizenz-Probleme und lasst die Community Inhalte machen. Die werden dann so viel besser. Ja, kann ich gerade auslaufen lassen. Wenn dann E60 kommt. Ja. Und da hat es mir schon eine reingemischt. Nice. Aber ich bin schon mal safe von der PCB. Vorerst. Aber so wie ich mein Glück kenne, hat es mir noch mal eine Zwangsbremsung irgendwo rein. Warum genau kommt da jetzt da gleich 60? Ah, die Sonne steht gerade ein bisschen blöd. Blendet ein bisschen. Schön. Die Schiffe sind angeblich auch mit dem Liberty Designer anpassbar. Was auch immer das bringt. Oh, 40. Ich schau mal langsam hier. Kommen jetzt doch nur zu spät an. Sapperlot. Oh, wow. Da sind die Frames erstmal runtergegangen auf 30. Was macht ihr da mit eurer Engine? Ja, wir werden sogar wieder schneller.
40 kriegst du. Und einmal gelb, weil es nicht weitergeht. Ja, dann wird da 500 Hertz nicht weit weg sein. Oh, ein verlassenes Gleis. Gar nicht aufgefallen. Das ist ja schon der Hauptbahnhof. Von Bremen. Ja, finde ich noch die Stadtmusikanten hier. Oh, große Abstellung hier. Und alles so überbelichtet. Oh, das sieht so scheiße aus. Aber ja, gut. Ja, ja, alles gut. Ja, yeah, gerade on time. Richtig schön pünktlich. Entschuldigung. 500 Hertz hat sich gemeldet. Oh, da hat es wieder ein Achievement. Kann ich einsammeln. Cool, machen wir die Türen auf und gehen erstmal raus. Ich möchte hier raus, ich möchte hier raus. Und hier. Super. Oh Mann, ich wollte noch draußen stehen bleiben. Na gut. Alle Genauigkeiten 21 Meter, 16 Meter, 7 Meter. Benötigte Zeit 32 Minuten, 44,4 Kilometer. Ah ja, passt. Ich hoffe, der kleine Fahrt hat euch gefallen und ja, wenn ihr Anregungen und Kritik habt zu der kleinen Fahrt und auch zu dem, was ich bezüglich der Bewertung gesagt habe, gerne in die Kommentare reinschreiben. Und wenn ihr wollt, kommt auch gerne auf unseren Discord-Server. Haben wir eine nette, große Community. Machen wir auch immer wieder was zusammen. Link in der Videobeschreibung und ich wünsche euch eine gute Fahrt. Bis bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.